Mein Name ist Markus Wey. Ich bin Bergführer schon über 30 Jahre. Wenn wir eine Tour machen im Winter, wo wir natürlich Schnee antreffen, dann müssen wir uns über das Lawinenbild informieren, in welches Gebiet gehe ich, schauen, dass ich alles Material habe, LVS, Sonde, Schaufel. Das ist eine Grundausrüstung, die einfach als Wintersportler wichtig ist. Ein Lawinen-Airbag als Eigenschutz. Wir machen jetzt einen kleinen Check der Geräte, dass alle Geräte eingeschaltet sind. Batteriespannung prüfen. Dann verpacken wir es. Verpacken. Das Display gegen den Körper unter die Jacke. Wenn die Jacke zu ist, mache ich den Gruppencheck und überprüfe das Gerät, ob alles funktioniert. Airbag ist an, richtig. Griff ist draussen. Beidhändig. Jawohl. Ja, wir haben natürlich Hangexpositionen, dass man auch da Kenntnis hat, dass man weiss, welche Hangexposition bin ich unterwegs. Die Elemente, Sonne, Wind, Wärme, Temperaturen, die variieren. Die Schneedecke wird laufend umgewandelt und dass man dort eigentlich das Auge drauf hat. Wenn etwas passiert, hundertprozentig ist ja nichts, dann müssen wir sofort Kameradenrettung einleiten. Wir gehen sofort suchen. Wir müssen natürlich dort einmal den Überblick verschaffen. Wir müssen auf unsere eigene Sicherheit schauen. Wir müssen alarmieren und nachher auch die Gerätschaften im Griff haben. Die Gruppendynamik ist noch schwierig zu sagen, wer wie reagiert, wenn wirklich etwas passiert. Die Leute müssen ausgebildet sein. Sie müssen wissen, was sie machen müssen. Wenn wir dann suchen müssen, nehmen wir das Gerät aus dem Halfter rausnehmen und hängen es richtig ans Handgelenk, dass, wenn wir am Suchen sind und eine Nachlawine kommt, dass uns das Gerät nicht zur Hand ausgerissen wird. In der ersten Phase sind wir in der Signalsuche. Das Gerät gibt mir auf dem Display an, wie ich mich eigentlich bewegen sollte über den Lawinenkegel hinein. Unten durch zeigt es mir an, ich muss mich schnell bewegen. Jetzt komme ich in die Grobsuche hinein, bin auf die Feldlinie gekommen. Das Gerät leitet mich und zeigt mir auch die Distanz an. Dann kommen wir in die Feinsuche hinein. Je näher wir kommen, umso näher müssen wir am Boden runter, so dass wir die kürzeste Distanz aufnehmen können. Dann ziehe ich den Rucksack ab, das Material rausnehmen. Machen alles parat. Tun den Rucksack wieder anlegen, weil das ist ja mein Eigenschutz. Dass, wenn wieder etwas nachkommt, dass ich auch wieder geschützt bin. Dann tun ich sondieren. Bis ich den Treffer habe, tun ich im System 25 auf 25. Im rechten Winkel zur Schneeoberfläche sondieren. Und dann kommt die Schaufel zum Einsatz. Ich grabe an der Sonde an, abwärts. Und schaue, so U-förmig das Ganze wegzurühren. Da ist in der Gruppe natürlich optimal. Das gibt auch ein System, dass die Leute eigentlich alles in der Mitte hinterher rühren. So haben wir ein Förderband und können relativ schnell Schnee wegräumen. Die Safety-Ausrüstung ist nur gut, wenn man sie auch bedienen kann. Ich will sie eigentlich nie brauchen, will sie nur zu meiner Sicherheit mithaben. Das Beste ist immer noch die Beurteilung der Situation, vorgängige Planung und für seine eigene Sicherheit einfach die Ausrüstung mitzunehmen.